Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt. Hör zu. Ein Mist wird dich töten. Also spiel nicht mit den Pestbeulen. Noch weiter! Aufstehen. Du siehst nicht gut aus. Ich würde ja sagen, es ist ein Albtraum, aber was ist das nicht heutzutage? Gut, dass ich dich gefunden habe. Willkommen im Safehouse. Meine Freunde nennen mich der Prepper. Weißt du warum? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht. Aber ich wusste schon lange, dass das kommt. Ist selbst gebaut. Ich nenn's Prepper Pad. Es ist auf Radar mit Verbindung zu mir. So kann ich auf dich aufpassen. Du wirst es brauchen. Siehst du, der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Ein Bob. Den Inhalt brauchst du zum Überleben. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Los, hol dir den Cricket-Träger und deinen Tenderleck. Nimm's als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Sie sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei, aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Raus kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch.
kommen welche. Check dein Radar. Das ist sie. Das Safe House ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. Zombie hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safe House. Riskieren, Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option.
Ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Nutz dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Er war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Diese armen Bullen sind sicher wegen des Supermarktalarms gekommen. Jetzt haben sie ein echtes Problem. Barrikadiert. Mist. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst.
den Kasten findest, schließ das Pad an, um die Kameras zu aktivieren. Gut. Die CCTV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler scannst, werde ich ihn hacken und deine Karte aktualisieren. Schau auf dein Pad. Molotow-Cocktails sind Klassiker. Und Klassiker sind bekanntlich schwer zu schlagen. Abkürzung von vorhin und schieb deinen Arsch in einem Stück zurück ins Safe House. Der Drecksack macht genug Lärm, um Tote aufzuwecken. Los, raus da! Also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Lieber John, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen können. Du scheinst bei der Lektüre der schwarzen Prophezeiung felsenfest von verbrannter Erde auszugehen. Während ich und Ron und viele der anderen es mehr als Warnung verstehen, dass wir den Leuten helfen müssen und nicht tatenlos zusehen, wenn es soweit ist. Ich weiß, dass du sauer auf mich und Ron bist, weil wir uns beim letzten Treffen mit dir gestritten haben. Aber ich hoffe, du verstehst, dass wir das Vorsicht ist besser als Nachsicht-Prinzip vertreten. Es ist wie mit der globalen Erwärmung. Wenn wir falsch liegen, haben wir zumindest versucht, die Welt zu verbessern, ohne dabei Schaden anzurichten. Haben wir jedoch recht und handeln nicht umgehend, bringen wir den gesamten Planeten in Gefahr. Ich wünschte, du würdest das verstehen. Wir versuchen nicht, dich auszugrenzen oder mundtot zu machen, wie du behauptest. Ich weiß, du hast all das im Eifer des Augenblicks gesagt. Aber selbst wenn du es nicht so gemeint hast, es tat weh. Deine Erfahrung ist für uns von unschätzbarem Wert. Deswegen wurde ich überhaupt gebeten, dich anzuwerben. Wir sind keine Kinder und wir können deinen Standpunkt nachvollziehen. Aber wir sind schlicht anderer Meinung. Der Rat hat mich gebeten, dir vorzuschlagen, eine Zeit lang dem Treffen fernzubleiben, da sie dich derzeit nicht für sehr hilfreich halten. Ich werde es nicht tun, da ich dich immer noch liebe und weiß, wie sehr es dich erbittern würde, vom Rat ausgeschlossen zu sein. Aber auch ich halte deine fatalistischen Ansichten für wenig hilfreich. Ich bin im Begriff, nach Clermont-Ferrand aufzubrechen, um die dortige Bibliothek nach dem Pestilentiarii zu durchforsten, so wie es beim letzten Treffen besprochen wurde. Aber bis zur Bonfire Night bin ich wieder zurück. Ich rufe dich dann an, damit wir uns das Schauspiel von Ellie Pally aus ansehen können. Es ist schon lange her, dass wir einen Abend zusammen verbracht haben und ich bedauere das sehr.
wird Ihnen eine Lehre sein. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber Sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man Sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was Ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Gemacht. Aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen. Ich hätte eine Idee. Ich glaube, wir sollten mal ein Auge auf den Buckingham Palace werfen. Vielleicht kommst du sogar rein, während die mit den Infizierten beschäftigt sind. Kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Lager hält dir alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. In den Buckingham Palace. Nur so kommen wir an bessere Waffen und Vorräte. Selbst wenn es von Pestbeulen wimmelt.